Was ist es leicht zu beschreiben, worum es in dem Song ging? Das klang ja nicht so ganz fröhlich, was ich so mitgekriegt habe. Ja, es geht im Grunde darum, um die Angst, sich voll und ganz in etwas reinzugeben. Also zum Beispiel in eine Beziehung aus Angst, einfach nicht mehr zurückzukommen und ja immer so mit einem Fuß auf der Türschwelle zu stehen, um dann noch rechtzeitig die Biege machen zu können, um dann am Ende festzustellen, dass man halt dann überhaupt gar nichts hat. Also noch nicht mal eine schlechte Erfahrung, die okay, vielleicht auch weil man es nicht kann. Gewagt hat, sozusagen genau. Den Schritt zu machen. Ja. Und ist es dann, ist der Song dann geschrieben zu einer Zeit, wo, ich weiß nicht, ob du jetzt kannst auch die Frage auch weggeben, aber ist es geschrieben zu einer Zeit, wo es im Grunde, wo du noch, wo du dir noch überlegt hast, wie soll ich mich positionieren, oder ist es im Grunde so nachher, dass du diese Sachen wieder dann aufgearbeitet hast? Ja, sowas kommt meistens im Nachhinein bei mir. Also es ist nicht so, dass ich fände es ganz toll, wenn ich das also so richtig runterschreiben könnte einfach, aber meistens... Und dann fließt ja dann auch gerne nochmal von anderen Erlebnissen dann noch was ein. Oder genau, was. Und dann macht man seine künstlerische Melange dann draus. Ja. Beziehung ist für dich wahrscheinlich was Besonderes oder mit Leuten auskommen und irgendwie sich zu definieren, weil du in einer 10-Leute-WG wohnst, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie funktioniert das? Wie organisiert man da den Putzdienst, wenn man zu 10 wohnt? Ja, also wir haben das zum Glück so ein bisschen etagenweise geordnet. Also und es sind auch 5 Kinder dabei, also es sind nicht alles nur Erwachsene. Und ja, insofern, das klappt schon ganz gut. Wir haben auch mehrere Küchen und mehrere Badezimmer, was ganz praktisch ist. Okay, dann ist vielleicht ein bisschen entspannter. Und das ist in Hamburg dann, oder? Ja, genau. Okay. Also fast schon Norderstedt eigentlich. Also es ist schon ziemlich weit draußen. Aufgewachsen bist du interessanterweise in Nordfriesland. Und wir hatten neulich, irgendwie muss es eine Affinität geben von TV Noir und Friesland, weil die große Ilute, die neulich da war, war, glaube ich, aus einem anderen Teil, aber jedenfalls auch aus Friesland. Würdest du denn sagen, dass es, wenn es schon keinen Sound of Cologne gibt, hast du da mit irgendwelchen Leuten aus der Ecke noch irgendwie The Sound of Frisia oder sowas? Oder ist das einfach vollkommen deine Kindheit und hinter dir und hast du gar keinen, also künstlerischen Bezug zumindest? Naja, mein Papa wohnt da halt immer noch und mit dem bin ich also musikalisch sehr eng verbandelt. Wir haben halt das Label zusammen aufgemacht, praktisch gegründet, auf dem auch meine erste CD erschienen ist. Und insofern, also so musikalisch weg bin ich da nicht, aber ich mache noch mit Leuten von dort oben Musik, allerdings wohnen die auch nicht mehr da. Also genau, die wohnen dann halt auch.